1984 hat unser Quartier ein besonderes Ereignis erlebt. Der Papst, damals Johannes Paul II., war ja in der Schweiz auf Besuch und ist da beim Tripschen Museum, also das Wagner Museum, empfangen worden. Ich weiss noch, wie er mit dem Helikopter da unter dem Wagner Museum gelandet ist und dann auf der Tribüne neben dem Museum auftreten ist. Das Thema war meines Wissens Begegnung mit Ausländern und Asylanten. Und wir vom Quartier sind natürlich auch da angeströmt, nicht sehr nach, sondern von der Tripschenbadi, von dem Hügel aus, haben wir dann gerade schön durchgesehen auf die andere Seite, vis-à-vis von dieser Tribüne und dem Thron, der da für den Papst errichtet war. Und ich weiss noch, dass wir mit den Kindern dort waren. Also unsere Mädchen waren etwa 6- und 8-jährig. Bei dieser Gelegenheit, unserer Pfarrei, hat man sich sehr auseinandergesetzt mit dem Papstbesuch. Der Pfarrer selber sei, ja, hat man gesagt, nicht dabei gewesen, weil er nicht so mit dem Papst einverstanden war. Aber zwei sehr aktive Frauen aus unserem Quartier, Georgette Baumgartner und Rosmarie Thalmann, haben am Papst einen Brief überreicht, ich glaube im Auftrag von der Frauengemeinschaft von unserer Pfarrei, einen Brief mit der Bitte für Frauenordination. Ich weiss zwar nicht ganz sicher, ob sie bis zum Papst vorklar worden sind oder ob sie den Brief irgendwann in der Nähe vom Papst müssen haben übergeben, ob es der Bischof war, ja, der Bischof Anton Henki. Aber sie sind immerhin recht noch bis zum Papst hin vorgeladen worden.